Kein Bargeld, keine Kassen, keine VerkäuferInnen. Der erste vollautonome Supermarkt startet in Tel Aviv und soll das Einkaufen unkomplizierter und bequemer gestalten. Anmelden, einkaufen und wieder rausgehen, so das Motto. Doch ist diese Art des Shoppens tatsächlich zukunftstauglich? Israels größte Supermarktkette will das Einkaufen revolutionieren. Hier im ersten vollautonomen Supermarkt in Tel Aviv gehört langes Anstehen an der Supermarktkasse der Vergangenheit an. Der Clou? Es gibt keine Supermarktkassen. Eine KI verfolgt den Einkauf und rechnet diesen im Anschluss über das Kundenkonto ab. Beim Betreten des Ladens scannen die Kunden zunächst einen QR-Code, über den das System jeden Kunden mit einem anonymen ID-Code verknüpft und die Kunden ihre Produktauswahl verfolgt. Das System ist mit den Datenschutzbestimmungen konform. Ab dem Scannen weiß die KI, wer jetzt einkauft. An der Decke montierte Kameras und Sensoren verfolgen den Einkauf des Kunden und buchen aus dem Regal entnommene Artikel automatisch auf das Kundenkonto. Für Unentschlossene wichtig: Sie können Ihre Meinung jederzeit ändern und einen Artikel, den Sie doch nicht kaufen wollen, an jeder beliebigen Stelle im Laden zurücklassen. Ihre Einkaufsliste wird entsprechend aktualisiert. Kassenbereiche abzuschaffen ist in der Branche keine neue Idee. Schon im Dezember 2016 eröffnete der E-Commerce-Riese Amazon mit Amazon Go einen ersten Testsupermarkt. Heute zählt man weltweit über 30 autonome Supermärkte, die ganz ohne Personal auskommen, und es sollen noch mehr werden. Mit Aldi Nord, Rewe und Tesco setzen auch in Europa ansässige Unternehmen vermehrt auf 100% autonome Stores. Ob sich der Trend in Zeiten des Arbeitskräftemangels weiter durchsetzen wird? Sind auch Sie bereit, Ihre Einkaufsgewohnheiten zu revolutionieren? Auch die deutsche Rewe-Gruppe, die in Österreich unter anderem mit Billa und Billa Plus vertreten ist, hat sich an Trigo Vision beteiligt. Ob und wann autonome Supermärkte in der Alpenrepublik Realität werden, ist jedoch aktuell noch nicht abzusehen.